Der Asteroid 3200 Phaeton ist schon seit 30 Jahren bekannt, doch trotzdem stellt der Astronomieteams noch immer vor riesige Rätsel, denn er benimmt sich ganz und gar nicht wie ein gewöhnlicher Asteroid. Nicht nur seine Umlaufbahn ist mehr als außergewöhnlich und jetzt kommt uns 3200 Phaeton Mitte Dezember tatsächlich sehr nah. Ob dieser riesige Gesteinsbrocken überhaupt wirklich ein Asteroid ist, was er mit dem Sternschnuppenregen Mitte Dezember zu tun hat und wie die NASA die großen Rätsel um 3200 Phaeton lösen will, jetzt den Klick zum Science Fiction. Herzlich willkommen. Sein Steckbrief klingt erst einmal alles andere als besonders außergewöhnlich. 3200 Phaeton hat einen Durchmesser von etwa 5 Kilometern. Seine Form ist kugelförmig. Alle 3,6 Stunden rotiert er einmal um seine eigene Achse. Er gehört mit zu den erdnahen Asteroiden, die potenziell eine Gefahr für die Erde darstellen könnten. Unter ihnen ist 3200 Phaeton der drittgrößte. Am 16. Dezember 2017 ist es dann soweit. Der Asteroid wird mit einem Abstand von nur 0,069 astronomischen Einheiten an der Erde vorbeifliegen. Das entspricht etwa einem Abstand von 10 Millionen Kilometern. Also wirklich nah ist das nicht. Hier mal zum Vergleich, unser Mond ist 27 Mal weiter von uns entfernt. Doch mit großen Radioteleskopen ist 3200 Phaeton dann von der Erde aus wirklich gut zu beobachten. Mithilfe von Radarwellen will die NASA Aufnahmen von den mysteriösen Asteroiden machen. Damit soll dann ein sehr genaues 3D-Modell erstellt werden, denn es sind gleich mehrere Rätsel, vor die uns 3200 Phaeton stellt. Und das, obwohl er uns schon so lange bekannt ist. Fangen wir an mit seiner merkwürdigen Umlaufbahn. Die ist ellipsenförmig und das ist für den Großteil der Asteroiden äußerst außergewöhnlich. Normalerweise kreisen sie ja auf einer eher kreisrunden Bahn, anders dagegen 3200 Phaeton. Damit ihr es euch besser vorstellen könnt, sein Perihel, also sein sonnennächster Punkt, liegt alle 1,4 Jahre extrem dicht an der Sonne, nämlich doppelt so nah wie der Merkur, der innerste Planet. Genauer gesagt liegt 3200 Phaeton dann rund 20 Millionen Kilometer, also 0,14 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt. Deswegen auch sein Name Phaeton, der Sohn des Sonnengottes Helios. Sein sonnenfernster Punkt dagegen liegt sogar außerhalb der Marsumlaufbahn, der ja unser äußerer Nachbar ist. Kurz noch einen kleinen Funfact zu seinem Namen, der ihn als den Sohn des Sonnengottes Helios bezeichnet. In der griechischen Mythologie vernichtet Phaeton die Erde fast, denn er setzt sie in Feuer. Schon ein bisschen unheimlich, aber ich kann euch beruhigen, das wird Mitte Dezember nicht passieren. Wenn man die Umlaufbahn von 3200 Phaeton betrachtet, fällt auf, dass sie also eher kometenhaft ist. Sie passt zudem sehr genau zu der Umlaufbahn des Meteorstroms der Geminiden-Sternschnuppen. Deswegen gibt es die Vermutung, dass es sich bei dem Asteroiden um ihren Mutterkörper handelt. Doch das ist das zweite große Rätsel um 3200 Phaeton. Denn wie ihr vielleicht wisst, bringen Asteroiden normalerweise keine Sternschnuppen hervor. Stattdessen werden dafür Kometen verantwortlich gemacht. Lockerer, von Eis verbackener Staub löst sich bei jeder Runde um die Sonne. Und das bildet dann den strahlenden Schweif und die Sternschnuppen, die bei uns in der Atmosphäre verglühen. Das ist die Dreckspur, also der Schweif, der im Weltraum zurückbleibt und uns mit den Sternschnuppen Wünsche beschert. Handelt es sich bei 3200 Phaeton also eher um einen Kometen? Manche Forschungsteams vermuten tatsächlich, dass es sich um einen ausgebrannten Kometenkern handelt. Demnach wäre der Meteorsturm der Geminiden aus alten Zeiten des ehemaligen Kometen, von damals also, als er noch aktiv war. Apropos aktiv, es gibt tatsächlich Beobachtungen, nach denen 3200 Phaeton ab und an aktiv ist. Bei den gelegentlichen Ausbrüchen des Asteroiden werden hin und wieder kleine Partikel frei. Doch fest steht auch, er besteht aus einer festen und steinernden Oberfläche, ganz so wie man es von typischen Asteroiden kennt. Und das wissen wir alle, das ist ganz und gar ein wirklich ungeeignetes Material für Sternschnuppen. Das Rätsel um 3200 Phaeton ist tatsächlich groß. Es gibt Astronomieteams, die seine extreme Nähe zur Sonne als Problem ansehen. Demnach beeinflusst die gigantische Gravitation der Sonne 3200 Phaeton so sehr, dass er langsam zerschreddert wird. Fest steht jedenfalls, Mitte Dezember wird uns der mysteriöse Gesteinsbrocken dann ganz nah sein und alle, die ein Teleskop haben, werden ihn vielleicht sogar selbst sehen können, links vom Sternbild Pegasus und zwar in der ersten Nachthälfte. In den Nächten vorher gibt es auf jeden Fall die Geminiden, also den Sternschnuppenregen am Himmel zu sehen. Und vielleicht wissen wir ja Mitte Dezember mehr, wenn die NASA dann die großen Rätsel um 3200 Phaeton vielleicht lösen kann. Wenn ihr kein Video dazu und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht, den
auf die Glocke, nur dann verpasst ihr kein Video. Hier, also hier geht es weiter mit, dafür draufklicken, Asteroiden bedrohen die Erde jederzeit. Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.